Ja, wir müssen leider weiter stinken. Es gibt für jeden, der sich mit reinschleichen will, ein Waschverbot. Nicht, dass ich mich in diesem Wasser freiwillig waschen wollte. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass wir eben stinken müssen. Genauso wie die Leute, die den Treck begleiten. Das ist nicht toll, das ist nicht angenehm. Aber das muss sein. Also gut, wie gesagt, mein Plan sieht vor, dass wir durch einen kleinen Fake reinkommen, den wir nämlich draußen von Maraskanern offiziell angegriffen werden. Die Hafajas kommen uns zur Hilfe und wir schlagen die Maraskaner zurück. Die Maraskaner fliehen und wir werden dann sozusagen mit den Vorräten reingewunken. In der allgemeinen Hektik können wir dann auch eben nochmal erklären, von wegen, dass es jetzt schon der zweite oder dritte Angriff war. Da müssen wir uns auch darauf einigen, den wir abbekommen haben. Die Rebellen sitzen und die, keine Ahnung, sitzen uns momentan stark zu. Und ja, wenn wir vorher ein Leben fangen konnten, können wir dem ein paar Fragen stellen für ein paar Namen. Wenn nicht, ich habe mir schon Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir gefragt werden, ja, wie geht's denn dem Alrik? Und selbst wenn wir dann sagen, ja, Alrik ist auf der Hinreise gestorben, kann der vielleicht sagen, aber Alrik war nie dabei. Dann sagen Und sie wir doch, sind den dann. haben wir in Dusak aufgesammelt. Was passiert denn, wenn diese Karawane geschwächt sozusagen jetzt hier irgendwie durch die Wälder gezogen sind und wir waren eine Grenzpatrouille. Behaupten einfach, wir waren eine Grenzpatrouille. Es gibt doch hier, Brindijan, es gibt doch hier bestimmt Grenzpatrouillen, die von das Land sozusagen auf ihren Straßen bewachen. Das haben wir auch schon gesehen. Also von Yergan nach Tuzak aus bestimmt auch, oder? Sicher, die Hafajas patrouillieren an vielen Orten. Genau. Was passiert, wenn wir einfach behaupten, wir sind eine. Wir sind ein, wenn wir ein, dass wir ein Wandertrupp wären, also ein Trupp der Hafajas, von Jergan aus nach Tuzak marschierend. Und dass wir einfach so sanktioniert wurden von dieser Karawane, von dem Karawanenführer, der uns jetzt hier sozusagen mitgenommen hat, sozusagen, weil wir eben jetzt hier, weil die Karawane zu wenig Leute war und jetzt am Ende noch weiter angegriffen wurde. Dann sind wir natürlich nicht ganz vertrauenswürdig, aber. Wir sind im Endeffekt diejenigen, die trotzdem die Nahrungsvorräte liefern. Und wir, wenn er dann sagt, ja, wie hieß denn der Kommandant? Wenn wir darauf keine Antwort haben, sind wir genauso geliefert. Also so oder so, es gibt Fragen, auf die wir keine Antwort haben werden. Und die automatisch dazu führen, dass wir versuchen müssen, irgendwie durch Schnellreden und wie auch immer Antworten zu vermeiden. Wegen Ist so, er was soll denn? das? Wir haben sie durch den ganzen scheiß Dschungel geschlagen, jetzt so eine ganze Kacke, ich bin total müde, ich habe keinen Bock mehr darauf, lass mich in Ruhe mit dem Kais. Ob das funktioniert in dem Fall, weiß ich nicht. Aber das ist das Einzige, was mir einfällt, was ich dagegen tun könnte oder versuchen könnte, dagegen zu tun. Bin mir Also, sicher, was wenn ich Lügen und dir aus Betrügen, kennt ihr euch meiner. gut genug aus, um uns da sicher durchzubringen. Was ich dir aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn man Menschen überzeugen will, naja, das Beste ist, sie mit eigenen Fragen zu ködern. Das ist das, was ich dir sagen kann. Und ich denke auch, dass es gut wäre, wenn es einen festen Sprecher gibt, ob du das jetzt bist oder ob das jemand anders macht. Ich meine, ich glaube, wir zwei stechen ein wenig heraus. Schaut mal auf die anderen. Insofern denkst du nicht, dass es gut wäre, wenn wir beispielsweise dorthin gehen würden? Dünar meldet sich. Also, ich bin ja dafür, dass Jarlan dann der Chef ist. Nichts gegen euch, Leutnant. Also, schon was gegen euch, aber Jarlan hat halt nur ein Auge und der weiß auch, wie man mit den Leuten redet. Der war ja immerhin schon mal in so einer Infiltration dabei, ja. Gut, Jalan, wie gut seid ihr darin, den Leuten was vorzulügen, wenn es davon kommt? Ich lüge nicht. Selbstverständlich. Gut, Potro, wie machen wir das, wenn man nicht lügt? Ich bin Dynado, Das ist auch schon Idiot. gut. Ja, ist mir egal. Dynar, wie macht man das, wenn man nicht lügt? Ha? Los, komm, erzähl. Ihr müsst den Leuten keine Lügen erzählen, Rodrigo, um sie auf eine falsche Fährte zu führen. Sonst soll der Erferdi was machen. Der macht ja sonst nichts. Schließlich sind Ragnar und ich ja auch in die Speerspitze Xaphais eingedrungen, ohne eine Lüge zu erzählen. Also ich halte es nicht Lügen für keine sinnvolle Taktik hier, wenn man fix ins Schleichpfade verfolgt. Das funktioniert mal, aber das funktioniert im Normalfall nicht. Ist meine Meinung. Auch wenn ich einen großen Respekt vor Jarlan habe, und ich nick dir mal zu, denke ich auch, Rodrigo, alleine durch dein Auftreten und dein Äußeres, auch wenn es gerade etwas stinkig und dreckig ist, würdest du wahrscheinlich einen besseren Anführer angeben. Meinst du nicht? Jalan, ist es für dich okay, wenn ich da die Expedition, wenn ich da die Worte leite, oder willst du das ohne machen? Ihr führt die Söldner an. Ihr kennt euch besser damit aus, Leute zu betrügen und zu belügen. Ich bin mir sicher, ihr könnt das.
Ich kann dir auch zur Seite stehen und ihn im Notfall ein bisschen ablenken mit weiblichen Reizen. Überleg kurz, ob das Wort so heißt. Fragen die in die Runde. Ich weiß noch nicht genau. Normalerweise... Ja, und über welche Kulturkunde etwa da ist, sprich einfach aus. Die Hafajas, wir haben Kulturkunde Maraskan. Genau, und du nicht. Oder? Aber das sind doch alles Mittelreicher, ehemalige oder Tobria. Die sind doch alle übergelaufen. Idiot. Tobrian kenne ich mich auch aus. Mann, der Ferdi hat einfach überhaupt keine Ahnung. Du hast die ganze Zeit an seiner Westküste und jetzt versucht er hier irgendwas uns von den Tobrischen Kriegen zu erzählen. 5, 6 Jahre saß er auf seiner Insel und jetzt kommt er runter und meint uns irgendwie was zu erzählen, oder was? Und ich denke, dass es auch südländische Söldner gibt, die bei den Hafajas arbeiten. Oder Bindijan? Oder gibt es nicht? Die Hafajas beziehen ihre Leute von überall her. Klar, viele hier aus Maraskan und viele aus den Schwarzen Landen. Aber ich glaube, es ist nicht unüblich, dass da auch südländisch Aussehende dabei sind. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass derjenige, der Wortführer ist, weiß, was er tut. Und schon einmal Kommando geführt hat und weiß, wie man spricht. Und ein bisschen Lügen ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Und Brindijan guckt zu Yaladjin. Gut. Hast du die Sache mit den Dings geklärt? Das werde ich gleich machen. Okay. Ja, wir müssen ja sowieso improvisieren. Ich würde einfach sagen, wir greifen jetzt die Typen an und dann lassen wir vielleicht einen am Leben. Der kann uns vielleicht noch was erzählen und dann geht's halt los, weil egal wie gut wir jetzt planen, irgendwas geht immer schief. Also macht's keinen Sinn, jetzt so ausgiebig zu sein. Halt die Fresse jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf dein Gelaber. Entweder tust du jetzt was Konstruktives dabei steuern oder du hältst dein Maul für den Rest des Tages. Er hat aber nicht unrecht. Wir sollten uns erstmal um die Karawane bekümmern. So, jetzt will ich erstmal ganz kurz einmal den Plan für euch alle erzählen, damit ihr grundsätzlich wisst, was wir vorhaben, wie es grundsätzlich zu laufen hat. Natürlich wird von diesem Plan wahrscheinlich abgewichen, weil die ganzen Dinge nicht so laufen, wie wir das planen wollen. Aber die grundsätzliche Idee sollte jeder verstanden haben und verinnerlicht haben. Also erst einmal, wir fangen damit an, vor der Mine von den Maraskanern überfallen zu werden. Ein gefakter Angriff, also ein vorgetäuschter Angriff. Und die Hafajas werden uns helfen. Die Maraskaner werden aber direkt fliehen, dass sie keine Verluste erleiden. Und wir kommen in die Mine hinein. Ich werde versuchen, mit ein wenig Schnellreden und ein wenig Autoritätsgelaber und sowas zu vermeiden, dass sie uns solche Fragen stellen, die uns auffliegen lassen. Dann hätten wir die Möglichkeit, wir versuchen erstmal den Ort des Enduriums zu sichten. Also wir schauen uns das gesamte Gelände so weit an, wie wir können. Sagen, dass wir was zu essen haben wollen und dass wir was zu trinken haben wollen, dass wir den Dschungel hier so leiten und was auch immer. Und währenddessen wir was essen und so, bewegen wir uns hier und da so ein bisschen auf dem Gelände rum. Schauen wir mal, um zu gucken, wo wohl das Endurium gelagert wird oder welcher Ort denn wohl so gesichert ist, dass wir annehmen müssen, dass dort das Endurium gelagert ist. Im besten Falle schaffen wir es dann entweder das Endurium zu heimlich zu entwenden oder aber wir müssen die Wachen leise erschlagen und das Endurium an uns nehmen. Brindijan und Kasim, können jemand von euch etwas tun, dass irgendwie, wenn wir die Leute schlagen, dass das nicht nach außen dringt, dass die anderen Leute das nicht hören? Ist da was möglich oder ist da nichts möglich? Kann leider keine Stille über einen gewissen Ort legen. Den Spruch beherrsche ich nicht. Das liegt nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Müssen irgendwie anders für Ablenkung oder Lärm sorgen. Dann müssen wir das leise erledigen. Tja, dann fällt das wohl schon fast ins Wasser. Dann müssen wir das Signal nach draußen geben. Wenn wir uns sicher sind, dass wir sozusagen das Endurium an uns nehmen wollen. Das Signal nach draußen sieht vor, dass hier Kasim plus einige Beschützer den Turm sprengt. Ich weiß nicht, Kasim, traust du dir zu, beide Türme zu sprengen oder nur einen? Vom Kraftaufwand her... Es ist mir auf keinen Fall möglich, das ein zweites Mal zu tun. Gut, dann wirst du einen Turm mit deiner Explosionsballfähigkeit angreifen. Ich glaube, deinen Eisball hast du geschossen, mal gesagt, dass du es tun kannst. Und wirst dann einen der Türme angreifen. Das muss den Typen ja gar nicht töten. Vielleicht tötet es ihn, vielleicht nicht, ist mir auch egal. Es sorgt auf jeden Fall für Zerstörung des Turmes oder zumindest für eine große Beschädigung und für Aufsehen. Auf jeden Fall ist es auch... Unwahrscheinlich, dass diese Person danach noch groß kampffähig ist. Die Sache ist, der zweite Turm wird auf jeden Fall dann jetzt hier sehen, dass die Hafajas sozusagen ja hier aus dem Dings herauskommen.
aus dem Wald herausgerannt kommen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das unentdeckt gehen soll. Denn die Hafajas, ich glaube nicht, dass sie es. Ja, Rididian, glaubst du, die Hafajas schaffen sich anzuschleichen aus dem Wald heraus? Seid ihr gerade auf der Wald, auf der Minenkarte? Wieso sollten die Hafajas sich aus dem Wald heraus anschleichen? Verstehe ich auch nicht so ganz. Wie meinst du das? Die müssen sich aus dem Wald heraus anschleichen, müssen sich hier irgendwo verstecken. Wenn der Turm dann in die Luft fliegt, müssten sie sich hier irgendwie zeigen. Der Turm würde sie dann sofort entdecken, würde dann rufen, oh, hier, bla. Hat vielleicht nicht gecheckt, dass die Leute nicht von da gekommen sind, sondern dass sie hier aufgetaucht sind, irgendwo jetzt, wo sie sich an der Brücke versteckt haben. Das hier ist doch eine Brücke über den Fluss, oder, Frosty? Ich glaube, er meint diese Samurai-Jeans und nicht die Hafajas. Ich habe das nochmal nachgelesen. Das ist ein 20 Meter tiefer, eine Felskluft. Ist kein Fluss. Gut, Wie massiv ist diese Brücke? Holz, also so. Da kann man halt mit so einem Wagen rüberrumpeln, aber die kann auch zerstört werden. Pass auf, ja. Holz wird spröde, wenn man es einfriert. Ja. Und Holz brennt einfach, wenn man es anzündet. Was wollt ihr uns sagen? Wenn wir wieder raus sind, wäre es sinnvoll, wenn wir es schaffen, die Brücke zu zerstören. Wie breit ist denn diese Spalte? 3 Meter, 4 Meter. Also du kannst es wieder mit dem Messtool nachmessen, je nachdem wie oder wo du springst, 3 oder 4 Meter. Also in Rüstung wird das schwer, ohne Rüstung kannst du es halt machen. Wir haben doch alle keine Rüstung. Ja, ich meine jetzt eher die Kamordgardisten oder sowas. Ja, okay. Weil die laufen in Rüstung rum. Und ihr später auch. Ich meine, die sind ziemlich beweglich in den Dingern. Also gut, wie ist das? Weiterer Vorschlag. Wir verschieben die Angriffsaktion auf die Nacht. Das macht die Dinge nicht einfacher, aber vielleicht, naja. Ach Gott, nachts ist so gefährlich. Na egal, ich bleibe jetzt mal beim Plan, um zu gucken, dass ich das zu Ende erzählt bekomme. Verrissungsvorschläge, ja. Wir geben das Signal nach außen und daraufhin wird dann sozusagen der Eisball von dir einen Wachturm sprengen. Im besten Falle meinst du auch noch den westlichen, der so direkt näher zum Tor steht. Die Maraskaner müssten sich jetzt zum Tor schleichen und dann entdeckt werden, um dann offensichtlich zu flüchten. Zählt ja eigentlich, wenn ich was abmesse? Ja, ne? Die 42? Nö. Nein, abmessen nein. Sieht man nicht. Okay, seht ihr nicht. Dann müsste ich einen Token ziehen. Die Maraskaner müssten dann irgendwie von hier aus und wie hier rüber fliehen. Zumindest offen, oder hier rüber und dann hier raus. Auf jeden Fall, dass sie offensichtlicherweise sozusagen gesehen werden von diesem Turm. Der Angriff auf den Turm wird sowieso schon Alarm auslösen. Vielleicht müssen sie sich irgendwie dahin schleichen. Der Angriff muss gleichzeitig stattfinden und dann muss es einfach schnell gehen, dass sie dort ankommen. Ich weiß nicht genau, dieser Turm kann wahrscheinlich nicht mit Nebel oder sowas angehüllt werden, oder? Meine Fähigkeiten, das Wetter zu beeinflussen, sind eher großflächig und zeitaufwendig. Ich bräuchte bestimmt 5 bis 10 Minuten, um eine Wetterveränderung hervorzurufen. Aber wenn man das alles geplant wäre, ist möglich. Ja, aber wenn ihr draußen sitzt, dann habt ihr doch alle Zeit der Welt. Dann machst eben. Wenn es ab dem Signal schnell gehen muss, dann wäre das keine gute Idee. Aber ich würde im Zweifel auch versuchen, das ganze Lager mit einem Tornado zu verheeren. Ja, das ist gut, wenn wir da drin sind. Was ich meinte ist, wenn ich das Signal gebe und ich weiß, du brauchst eine Zeit lang, bis der Nebel auftaucht, dann kannst du doch versuchen, irgendwie hier so eine Art Nebel entstehen zu lassen. Der müsste hier irgendwie sozusagen so drüber walken. Also, eigentlich hat er das Ziel, das Ding hier zu verschleiern, dem die Sicht zu erschweren. Das ist das Wichtigste. Dürfte möglich sein. Aber du darfst nicht irgendwie das ganze Lager beeinflussen. Es muss irgendwo hier oder so sein. Es muss klar sein, dass das Hauptziel ist. Es sollte nicht so riesig sein, wenn du es einschränken kannst. Naja, ich meine, selbst wenn dein Radius halt so groß ist, Kasim, dann kannst du ihn halt auch so setzen, dass er hier irgendwie zu Ende ist. Muss den ja nicht genau in einem Zentrum setzen, dass es dann eben alles einmal. Radius angegeben. Gut, okay, sagen wir jetzt einfach mal, du schaffst es, dass dieser Turm hier irgendwie vom Nebel sozusagen so verschluckt wird. Dann kommt sozusagen der Nebel wird dann schon für Auffälligkeit sorgen, aber dein Eisball wird ja nicht so lange dauern. Dann kommt dein Eisball hier rüber geflogen und dann wissen sie auf jeden Fall, dass ein Angriff stattfindet in dem Moment. Aber dann wissen sie auch vermutlich, wo er herkommt und werden Leute raussenden. Aber das sollen sie ja. Ja genau, ja, das richtig. Ist ja und draußen Ziel. Können und draußen sitzen dann die Samurai-Jeans schon im Gebüsch und können sie abfangen. Das ist in den Wald locken.
Genau, mir geht es darum, dass die Samuro-Djinns, die hier sind, gesehen werden, wie sie sozusagen irgendwie hier so warten, bis sie gesehen werden und dann losrennen. Aus dem einfachen Grunde, die sollen denken, die Samuro-Djinns hätten irgendwas ausgefressen. Richtig. Und dann greifen wir uns das Endurium, tun so, als wären wir die Verstärkung und rennen ebenfalls raus. Dann, genau, dann greifen wir uns das Endurium und dann brüllen wir, hier sind Tote. Dann, wir müssen nur gucken, dass wir dann die Blutflecken frische von uns schnell abwischen, um dann sozusagen im Endeffekt vortäuschen zu können, dass wir hier Tote gefunden haben. Mit den Toten, die wir gefunden haben und den wegrennenden Maraskanern, werden die Leute eins und eins hoffentlich zusammenzählen und werden sagen, oh, scheiße, die Maraskaner haben unser Endurium wohl geklaut. Und werden den Maraskanern hinterher setzen. Die Maraskaner werden, wenn wir durch diesen Wald hier rumfliehen wollen, werden die Maraskaner hier in diesem Wald durch diese Richtung fliehen. Die Maraskaner, die sich hier blicken lassen, hier fliehen werden, das ist ein total super gefährliches Kommando. Ja, für die. Ja, genau, für die. Aber für die Hufflepuffs noch schlimmer, da sie nicht ihr ganzes Leben lang für den Dschungelkampf ausgebildet wurden. Genau, aber wir haben einen Vorteil, wir können gucken, dass wir hier ein paar Fallen aufstellen, durch die unsere Leute sozusagen hier gewusst durchkommen. Ihr denkt im Übrigen daran, dass vor Ort schon Fallen liegen, die von den Hufflepuffs aufgestellt wurden. Guter Einwand, Jarlan. Ich habe sie nämlich wieder unsichtbar gemacht. Ja, sind sie, das weiß ich, aber die werden bestimmt nicht hier vor dem Tor liegen. Nein, aber die werden sicherlich links und rechts im Wald liegen. Und wir werden da sicherlich reintreten, wenn wir nicht vorsichtig sind. Das war nicht die Aussage. Die Aussage war beim letzten Mal, dass es ungefähr ab dieser Grenze erst überhaupt Fallen gibt. Und aus dieser Grenze wollen wir nicht heraustreten. Die werden, deswegen habe ich auch gezeigt, von hier aus, hier rüber und dann da rein. Und nicht hier rüber. Ja, wenn du dir ganz sicher sein kannst, dass hier keine Fallen liegen, ruf mich wieder an. Also, ja, bin ich mir nicht, aber das ist die Aussage der Hafaja, unserer Verbündeten, die gesagt haben, dass ab dieser Grenze hier Fallen liegen. Das war ihre Aussage. Ja, weil Maraskaner ja für die Zuverlässigkeit ihrer Informationen bekannt sind. Aber das ist ja dann ihre eigenen Fehlinformationen, die sie dann ins Grab bringen, wenn sie in die Fallen hier tappen. Da kann ich nichts dann dafür. Die uns auch ins Grab bringen, falls wir so versehentlich da reinlatschen. Ja, tun wir ja nicht. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einmal den Tag springen, ihr regeneriert und wir den Überfall planen oder durchführen und nach dem Überfall kann man immer noch weitersehen? Dann bitte ich jeden, sich den Plan durchzulesen im Forum, dann den Überfall auf die Karawane, vielleicht ändert sich danach ja irgendwas, kann ja sein, ich weiß es nicht. Gut. Also das ist das, was ich eben sagte, es ist halt... Das haben wir schon viermal gesagt, aber jemand rollt den Plan immer jedes Mal wieder auf. Zum vierten Mal jetzt, ja. Also deswegen, alles klar. Wenn nichts weiter ansteht, können wir die Planung von Sidigian und Brindigian machen. Oder das Gespräch. Und dann könnt ihr regenerieren. Kasim bekommt weiteren Feuerschaden. Und dann ziehen wir diesen Angriff durch. Und vielleicht gibt es halt einen Überlebenden. Das müsstet ihr dann halt gucken. Und dann hat er halt weitere Informationen oder hat sie halt nicht. Genau. Gut. Alles klar, dann nehme ich... Geh ich mal zu Sindigian und such das Gespräch mit ihm. Ja, alles klar. Steht da irgendwie zwei Balkone weiter und wenn du auf ihn zukommst, nickt er dir zu. Preise die Schönheit. Lächeln auch an. Preise die Schönheit. Wir sind dir, vor allem ich bin dir äußerst dankbar, dass du und deine Kämpfer und so uns helfen wollen gegen die Ungeschaffenen. Und auch die Fremdigis wollen ihren Dank ausdrücken. Allerdings, nun, wir haben nichts, was wir euch als Gegenleistung bieten können. Gegenleistung. Naja, wir sind seit einiger Zeit schon im Kampf gegen die Hafaias und wenn ihr uns hier unterstützt und die Informationen nutzt, die wir euch geben, wir die Hafaias loswerden, ist das doch schon ein guter Plan. Dann müssen wir nur noch gegen die anderen Brüderschwester ziehen, die uns hier das Leben so schwer machen. Wenn euch das Hilfe genug ist, dann ist das natürlich gut für uns. Wir haben nur nichts, was wir euch... Ich weiß nicht, ob ihr irgendetwas Vorräte oder Materielle, so etwas besitzen wir eben nicht, um euch damit in irgendeiner Art zu bezahlen oder dergleichen. Na, wir müssen im Kampf wenig bezahlt werden. Das, was wir brauchen, nehmen wir uns aus der Natur, wie es Maraskana eben so tun. Nun gut, dann freut mich zu hören, dass das Einzige ist, was du von uns erwartest. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Kampf und auf eure Hilfe. Wirst du auch dabei sein? Selbstverständlich bin ich dabei. Das ist sehr gut. Vielleicht schaffen wir es ja, die Mine so weit zu schwächen, dass ihr sie irgendwann einnehmen könnt. Ja, ich bin gespannt, ob das was wird.
Ihr wollt euch die Rüstung dieser Hafaias dann anziehen und euch vorgeben, als eine solche zu sein, und dann diese Mine zu infiltrieren? Ich fürchte, das müssen wir. Der direkte Angriff, sagst du ja selbst, das wird nicht funktionieren. Deswegen nun Yalajin und ein anderer, der leider nicht bis hierhin mitgehalten hat, haben es bereits in Boran geschafft, dort in eine Burg der Hafajars einzubrechen. Auf ähnliche Art und Weise. So, Warum soll es so. denn hier nicht nochmal klappen? Dann bin ich froh, dass Rohr und Gror die Wege so gelenkt haben, den Diskurs so gelenkt haben, dass ihr zu uns gestoßen seid. Das bin ich auch, das kannst du mir glauben. Würdest du denn sagen, dass deine Kämpfer und Kämpferinnen dazu in der Lage wären, sich auch als Hässliche auszugeben? Und Dijan verzieht dabei so ein bisschen das Gesicht. Uns als hässliche ausgeben. Nein, ich denke, das solltet ihr eher tun. Wir unterstützen euch dann von außen oder von oben, je nachdem, wie ihr dann die Befehle weitergebt. Also du. Nun, je nachdem, wie viele Verluste wir haben oder wie groß die Karawane ist, hatte ich gedacht, dass wir zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, auch welche von deinen Kämpfern mit ins Lager zu nehmen. Aber ich verstehe natürlich, wenn sich niemand dafür ausgeben will, einer von ihnen zu sein. Würfel mal überzeugen. Oha, habe ich das? Nee. Überreden plus 10 ist das, oder? Überreden plus 5. 5, okay. Also von meiner Seite aus ist es nicht ausgeschlossen. Ich werde euch zwar selber nicht begleiten, aber wenn du andere Bruder-Schwester findest, die dann den gerechten Kampf ja, aufnehmen wollen und auch im Inneren weiter für Unfrieden stiften wollen, dann frag sie selber. Gut, dann werde ich jetzt das tun. Wir müssen ohnehin erstmal abwarten, wie der Kampf gegen diese Karawane läuft. Und dann sehen wir weiter und können im Detail planen. So ist es. Ja, dann klopft Brintigian dem Sintigian nochmal auf die Schulter, bedankt sich und geht dann wieder zurück zu den anderen. Dann möchte Ephadaios die Waffen weihen, und zwar aufgestuft auf 10. Ganz recht, das ist dann Grad 2. Die Erschwernis hatten wir im Forum. Ich bekomme nochmal zwei Erleichterungen durch meine Entrückung zurzeit. Du bist immer noch entrückt? Ja, also wir sind ja mehrere Tage lang unter Mondlicht noch unterwegs gewesen. Und jetzt, also das hat sich nicht alles über einen Tag erflüchtigt. Wird das nicht normalerweise abgebaut, in, weiß ich nicht, wenigen Stunden? Ich glaube mit einem pro Stunde oder einem pro 2 Stunden. Einer pro Stunde, wenn man einer weltlichen Tätigkeit nachgeht. Aber es wird, also weil wir gerade einen zunehmenden Mond haben, wird es mit 2 pro Stunde pro Nacht oder ausgesetztem Mondlicht aufgebaut. Ja, aber das ist ja ein Nachteil, den du nicht als Vorteil nutzen kannst. Also, wenn du halt entrückt bist und komische Visionen kriegst, dann ist das halt der Fall, aber du kannst jetzt einen Nachteil nicht als positiven Effekt benutzen, um deine Waffen weiter zu verstärken. Naja, es werden ja aber auch, sag ich mal, die Miracle Minus von mir erschwert. Ja, genau, sie werden erschwert, aber du bekommst trotzdem keinen Bonus von mir. Okay, ja, lass uns doch nochmal nach dem Abend reden. Können wir machen? Das sind die Regeln. Okay, Also, du dann bist esse ich jetzt die mal mitten nicht auf ein, der ja? Insel, du bist tagelang jetzt nicht ge gerudert und geschwommen und hast ja nicht gesehen. Dementsprechend würde ich sagen, du bist gerade nicht entrückt. Okay. Genau, ich wirke den aufgestuften Objektsegen auf 10 Waffen. Ich habe gerade gepostet, auf wen es geht. Auf die 4 Samuraischen, die ich begleite. Rodrigo, Yalan, Dynar, weil der im Gegensatz zu Potro nichts gegen Erhard gewertet hat. Mopane, Hock und Fearion. Ja, also ich würde ganz gerne mitbeten. Jalan hat auch schon gesagt, er möchte mitbeten. Das geht natürlich immer. Also Gläubige können immer mitbeten, aber wirklich verspenden können sie halt regeltechnisch nur, wenn sie Akoluten sind.
Dementsprechend geht das über die Anzahl der Mitbetenden. Du hast dann halt hier deine Mannschaft, das sind dann abgerundet 10 Leute, die dann mitbeten. Und flufftechnisch werden sich die Maraskaner nicht davon überzeugen lassen, weil sie mit Effard nicht so viel am Hut haben. Also Bruder, Schwester Effard ist halt einer von vielen, aber sie vertrauen halt auf Ruhr und Gror und nicht auf deinen Waffensegen. Das heißt, sie werden sich nicht dazusetzen. Regeltechnisch in dieser Überlegung, die ich jetzt angestellt habe, wirst du aber trotzdem dann deinen normalen Schaden mit deinen 4 Samuro-Djinns machen. Aber Maraskaner setzen sich nicht dazu und beten jetzt mit dir. Das merken sie nicht. Wenn Auch wenn ihr nicht an Effard glaubt, Effard glaubt an euch und an eure Mission. Er wird euch zur Seite stehen. Wenn Dieter wird sich auch dazustellen, sich das Ganze mal angucken und versuchen, irgendwo einen magischen Effekt zu erkennen, ohne jetzt einen Odem zu wirken. Also ein Fluff-Odem, sag ich mal. Ja, genau. Ja, ich lasse dir einen Fluff-Odem zu, der jetzt keine ASP kostet, die brauchst du vielleicht gleich noch. Kannst du aber auch nicht wirklich was erkennen. Also das wird wohl überhaupt keinen Nutzen haben, was er da jetzt tut. Großer Hokuspokus quasi. Herr hatte in ein paar Stunden schon in unserem Schlafsaal ja einen kleinen Ritualplatz vorbereitet. Es gibt überall ja diese maraskanischen Schälchen, aus denen man Reis isst oder Reiswein trinkt, in denen Wasser drin ist. Also ja, dieser Raum ist gerade für die gegebenen Umstände stark mit Wasser gefüllt. Und dann ruft er seinen Herrn an. Mein Herr Effard und all die anderen Götter im Pantheon, wir sind auf einer Mission und wir werden auf eure Feinde stoßen. Ich flehe euch an, segnet uns, meine Gefährten und ihre Waffen, auf dass wir die Anderwältigen verbannen, die Niederhöllen, aus denen sie kommen. Hier, nehmt die Waffen dieser neuen Freunde, die wir hier gemacht haben, von Rodrigo Ramirez, Jalan von Schnattemoor, Dynar, Mopane, Hocke und Fejarion, Effard, die du schon auf deinem Leib hast segeln sehen, segne sie. So. Und das klappt auch sehr gut. Alles klar, dann sind eure Waffen wie lange geweiht? Die sind jetzt für LKP Sternchen, also 10 Tage gesegnet. Einfach. 10 Tage, bis sie etwas Effard Ungefälliges tun, ja? Genau, also entweder bis zum nächsten Kampf gegen Dämonen. Achso, ja, Entschuldigung, du hast recht, ja. Genau, wenn sie was Effard Ungefälliges tun, also jetzt irgendwie eine Ferdi umbringt, dann ist das wieder weg. Genau. Theoretisch, also bei mir in der Gruppe zum Beispiel wird das so gehandhabt, dass man sich an die Gebote, Verbote und Ideale des Effard-Geweihten, die bei Wege der Helden dabei stehen, bei zu jedem Geweihten, sich halten muss, damit die Weihe nicht davon geht. Aber das kannst du selbst entscheiden, Frosty, wie restriktiv du das machen willst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass man sich restriktiv daran halten muss, weil geweihte Waffen eben dafür sorgen, dass man direkte Verbindung zum Gott hat. Wenn man sich dementsprechend nicht verhält, dann ist man unten durch, dann ist die Weihe weg. Ja, also wenn jetzt irgendjemand ertrinkt, sollte man ihn vielleicht retten. Ob das im maraskanischen Dschungel so ist, ist was anderes. Also ihr müsst jetzt keinen Fisch essen, das würde ich euch nicht auferlegen. Sonst irgendwas, was mit der Prinzipientreue von Effard da konkurrieren könnte? Keine Delfine Feuer umbringen? Schmieden vielleicht. Okay, die Nähe also von Feuer? Gebote, Verbote, Ideale. Der Geweihte verbirgt seine Gefühle nicht und lebt jede Laune aus. Sehr gut, danke, Jolan. Er entzündet und verwendet kein Feuer, sondern meidet es. Wenn er sich außerdem nur von Rohkost ernährt, so wird das als separates Speisegut verrechnet. Ist also nicht notwendig. Gut. Das heißt, wir sollten bei Kasim mit Schalgatur aufpassen. In dem Moment, wo Kasim Schalgatur ruft, ist seine Waffe überhaupt dabei? Ich muss gerade gucken. Nö. Nee. Nein, achso. Magisch. Okay, dann hätte ja sein können, dass du sie magisch und Kamal aufladen willst. Dann ist das egal. Gut. Dann meidet das Feuer. Noch irgendwas, was ihr heute tun wollt, oder wollen wir springen zum nächsten Tage, dem 24. Hesinde? 3, 2, 1. Also ich gehe nochmal. Regenerationsmodifikatoren. Können wir gleich besprechen, Printigian? Ich bespreche nochmal mit den anderen, vornehmlich mit Rodrigo, was ich mit Sindigian besprochen habe. Ich würde gleich nochmal Wascha ansprechen. Gut. Nun, Rodrigian, ich habe mit Sindigian gesprochen und. Nun, er sagt mir, es ist ihm und seinen Leuten Lohn genug, die Hafajars in den Etragin zu treiben. Sie wollten keinerlei Hilfe.
Beziehungsweise keinerlei Bezahlung oder etwas in der Richtung. Das heißt, du bist dir sicher, du glaubst das, was die gesagt haben? Dann ist es für mich okay, wenn du sagst, ja, ich glaube das, was die gesagt haben. Ich vertraue ihnen da. Gut. Dann werde ich nämlich dein Wort vertrauen. Gespräch beendet? Kann ich rückwirkend vielleicht nochmal eine Menschenkenntnis würfen auf den Sindigian? Darfst du, ja. In die Box. Ah, sorry. Hast du ein Glück. Guck ich mir gleich mal an. Und dann gebe ich dir die Informationen. Rodrigo und Wascha. Wenn Wascha da irgendwo gerade fährt, rumsitzt und die etwas betrübt in den Wald hineinschaut, setzt sich Rodrigo hinter sie und fängt an, ihr sanft die Hände auf die Schulter zu legen von hinten. Hab keine Angst, Wascha. Die ganze Sache wird schon irgendwie funktionieren. Das ist nur ziemlich hart. Das ist einfach alles ein bisschen viel, weißt du. Vor ein paar Wochen, da saß ich noch in einer Taverne abends und jetzt das. Er versucht sich so ein wenig die Schultern zu massieren und es fühlt sich jetzt hier zumindest mal nicht ganz so schlimm an. Ja. Pass auf, ich bin mit der Situation nicht zufrieden, dass du jetzt als Zivilistin mit drin steckst, die sich freiwillig nicht diesem gefährlichen Kommando angestellt hat. Deswegen kann ich vollkommen verstehen, wenn du sagst, du möchtest ganz gerne hierbleiben und dich nicht mit reinschleichen. Denn es ist sehr gefährlich und die Gefahr zu sterben ist sehr hoch. Und du hast wirklich nichts damit zu tun. Aber ich weiß nicht, ob du hierbleiben willst oder ob du mitkommen willst. Das ist eine Entscheidung, die werde ich dir nicht abnehmen. Ich werde dir lieber die Wahrheit sagen, dass es eben sehr gefährlich ist. Dass ich versuchen werde, dich zu beschützen. Aber wie gesagt, hier haben wir es. Hier haben wir es leider mit der absoluten Elite zu tun. Und ich hatte noch nie mit der Elite zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich bei weitem nicht zur Elite gehöre, sondern nur gut kämpfen kann. Und deswegen versuche ich den Leuten so klar zu machen, dass diese Kämpfe so unendlich gefährlich sind, dass wir so unendlich viel aufpassen müssen. Denn wenn einer einen Fehltritt macht, kann das für uns alle den Tod bedeuten. Deswegen bin ich so streng. Deswegen versuche ich den Leuten zu sagen, sie sollen den Mund halten und genau zuhören. Denn wenn etwas schief läuft, läuft vielleicht alles schief.